Ja, er wollte vorher raus und dann wieder nicht raus. Ich habe ihm einfach gesagt, du machst mich fertig, Erling. Überleg dir vorher mal, was du willst. Nein, er hatte ein bisschen Probleme, hat dann aber einen Sprint gezogen und gemerkt, dass es dann doch gut ist. Und Erling braucht jetzt auch Rhythmus und dementsprechend haben wir noch ein paar Minuten auf dem Feld gelassen. Aber dann war bei ihm, hat man schon auch gesehen, dann war auch gut. Die Jungs, die jetzt die Wochen trainiert und gearbeitet haben, haben das ja gut gemacht. Und die anderen, nochmal, gibt jetzt keine Garantie dafür, wer da am nächsten Samstag aufläuft. Müssen auch mal gucken, was Wiesbaden macht. Vielleicht auch in einer anderen taktischen Formation möglicherweise, wer dann auch besser passt. Also man kann aber schon davon ausgehen, dass sich einige in der Zeit bis hierhin durchaus dafür qualifiziert haben, auch nächste Woche auf dem Platz zu stehen. Top. Also vom ersten Tag an Captain-like, wie er einfach das Training angenommen hat, wie er die neuen Aufgaben angenommen hat, wie er die Jungs dann auch, wir waren wenige, die jungen Kerle mit den anderen hinten dran natürlich, die da auch mitgemacht haben, mitgezogen hat, keine Einheit verpasst. Heute 90 Minuten gespielt, das letzte Spiel 90 Minuten gespielt. Und dementsprechend bin ich froh, dass Marco gesund ist, dass er Körner tanken konnte und dass er so trainiert und gearbeitet hat, wie er gearbeitet hat.